Willkommen, liebe Modellbahnfreunde aus nah und fern, zur Neuheitenvorstellung 2023 der Marke NMJ. Ja, und dazu muss ich Ihnen erstmal eingangs jetzt eine kleine Geschichte erzählen, denn als Mitte der 90er Jahre Finmu das erste Mal auf der Messe in Nürnberg auftauchte, werden sich viele gefragt haben, was wollen die denn da? Was machen die Wikinger hier? Können die überhaupt Modellbahn? Ja, und was soll ich Ihnen sagen, liebe Freunde? Im Laufe der Zeit und der vielen Jahre ist NMJ mittlerweile ein fester Bestandteil der Kunden, nicht nur im nordischen Raum und Norwegen, nein, auch in Europa. Aus dem kleinen Elchbaby ist ein stolzer Elchhirsch geworden. Und das kann man mit Fug und Recht so sagen. Und jetzt begrüße ich natürlich an meiner Seite ganz herzlich Finmu. Und auch das ist ein Novum in der Messeberichterstattung. Der Finn ist in seinem Ladengeschäft in Oslo und wird sich also bei uns per Telepathie und Fernübertragung mit Ihnen bzw. mit mir, liebe Freunde, unterhalten und natürlich die Neuheiten präsentieren. Lieber Finn, herzlich willkommen. Vielen Dank. Wie gut du es lyrisch geschrieben hast, unsere Geschichte in Nürnberg. Das ist was so schön. Ich war 14 Jahre in drei in Nürnberg. Erst als Zuschauer und dann seit 84 Untermieter und dann ab 95 eigener Stand. Dann haben wir uns getroffen. Also, dieses Ladengeschäft ist wirklich wunderbar. Wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen zum Tag der Modellbahn. Da ist uns allen der Unterkiefer ein bisschen runtergefallen. Also es gibt doch noch Dinge, wo du andere Leute in Erstaunen versetzen kannst. Ja, so ein Laden wünscht sich wahrscheinlich manch ein, ja, sage ich mal, Modellbahnhändler auch hier in Deutschland. Also die Präsentation und das, was da alles zu sehen und zu kaufen gibt, ist schon kolossal, was du da angerichtet hast, sage ich mal. Danke, vielen Dank. Wir haben Spaß dabei, wir haben Spaß bei dieser Arbeit, Spaß, da Modelle zu machen und Side by Side haben wir jetzt vergrößert. Das ist eine große Freude, lange Freude. So, dann kommt eigentlich nur, können wir eigentlich nur noch darauf warten, bis die nächste Vergrößerung kommt. Das kommt bald. Kommt bald. Da haben wir schon wieder was entlockt, dem Finn. Kommt bald, hat er gesagt. Also, aber wir wollen ja heute nicht nur über den Laden sprechen, denn der Inhalt des Ladens ist ja für uns viel interessanter und dabei ganz speziell die Neuheiten, liebe Freunde. Und Finn hatte am Tag der Modellbahn gesagt, zu Weihnachten ist diese bestimmte Lok da. Nun, es hat nicht ganz geklappt, aber ich kann Ihnen die frohe Botschaft mitteilen, ab heute und ab sofort ist die Nordlichter-Lok im Handel. Und über die wollen wir natürlich jetzt auch noch mal sprechen, denn diese Lok hat es ja wirklich in sich. Viele werden sich da noch daran erinnern, dass wir die Lokomotive ja schon filmisch, das Original, bei der Altmark Rail festgehalten haben. Finn war ein begeisterter Lok-Co-Pilot bei der Rundfahrt, die wir in dem Gebiet gemacht haben, in Sachsen-Anhalt. Er war hin und weg, er wollte gar nicht mehr runter von der Lok. Wir mussten ihn wirklich überreden, abends dann im Hotel zum Abendbrot zu kommen. Er wäre wahrscheinlich noch die ganze Nacht weitergefahren. Wollte eigentlich sagen, dass Finn ja der Mister, dass Finn der Mister Noab ist. Also er hat ein ganz spezielles Auge auf dieser Lokomotive. Und diese Lokomotive, die 1155, um die es hier geht, die es also ab heute im Handel gibt, wir können dann auch schon mal ein Bild einblenden dazu, damit Sie eigentlich wissen, von was wir reden. Das ist eine ganz außergewöhnliche Lok und ich weiß auch aus zuverlässiger Quelle, dass diese Lok schon sehr oft abgelichtet wurde. Ja, lieber Finn, wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass du diese Lok gebracht hast? Das war ein Muss, weil Heinz Reich, unser Deutschlandchef, die Idee gehabt, er wollte so gerne ein Modell mit Nordlicht-Thema haben und Elche dabei. Er ist ein Elchliebhaber, der Heinz. Und er hat die Idee gehabt, wenn es klar würde, dass Michael Frick bei Altmark Rail wollte eine neue Lok, wollte L55 wieder lackieren.
Und dann hat Heinz diese Idee an Michael präsentiert. Und Michael hat sofort gesagt, ja, ja gesagt. Und sagt, ja, machen wir. Und dann waren wir schon los. Ging schon los mit Design, mit André Reppelsburger hat den Design gemacht und dann das Resultat ist heute verfügbar. Wie viele Sekunden hat das gedauert, als Heinz Reich dich überzeugen wollte, diese Lok zu machen? Ich habe erst gesagt, du musst erst mit Michael sprechen. Und sagt er, ja, dann ist es in Ordnung. Aber ich habe sofort zugesagt, ich bin dabei. Ja, nun müssen wir auch dazu sagen, an der Lok sind ja verschiedene Schriften aufgedruckt und so weiter. Und da fällt mir auf, und dem Modellbahner, der es noch nicht weiß, euer Logo ist auf der Lok. Wie kommt das zustande? Ja, klar. Ja, wir haben einen Beitrag gegeben, um diese Lackierung durchzuführen. Das war die Dankeschön für unsere Beiträge. Lackierung ist teuer, es ist ein großes Ding in Wirklichkeit und dann geht es viel Farbe, es ist viel Mühe, viel Arbeit und wir haben Freude daran, einen Beitrag zu geben. Deswegen. Ja. Die Lok ist ja beidseitig verschieden bedruckt bzw. lackiert. Kannst du uns noch mal was zu diesen Motiven sagen? Ja, es ist ein bisschen von alles. Das ist ein Troll da, ein norwegischer Troll musste da sein, nach Folge Heinz. Die Gebirge von Dovrefjell, diese berühmte Gebirge da oben, soll Norwegen wie so lange bestehen, solange die Dovrefjell gibt, sagen wir. Und dann eine schwedische Fahne, weil die Noab waren dann in Schweden gebaut und mit Elche. Elche ist auch sehr typisch für Schweden und Norwegen sozusagen. Also. So eine. Ja, eine wunderbare Lok. Wie schwierig war denn das eigentlich, dieses Design? Jetzt haben wir es. Wie schwierig war es eigentlich, dieses Design auf diese Lok zu bringen? Denn ich meine, das Originallackieren kann ich mir noch relativ einfach vorstellen, aber ich glaube, so ein Modell ist wirklich einmalig in der Bedruckung. Fürchterlich. Sehr kompliziert. Und ich habe ein paar Haare rausgerissen, um es hinzukriegen, aber wir haben viele Versuche gemacht. Ich habe dreimal abgelehnt und gesagt, ja, ich hatte aber ein bisschen Zweifel, schaffen wir das überhaupt? Aber am Ende ist das Resultat sehr schön geworden. Harte Arbeit und ein bisschen stur zu sein, hilft schon. Genau, das musste so sein. Wir zeigen gerne nochmal den Modellbahnfreunden die Lok jetzt in der Vollbildgrafik, um die es sich nochmal geht. Das ist also diese Lok, die bei der Altmark Rail eingestellt ist und auch fleißig deutschlandweit unterwegs ist. Es gibt ja auch noch eine andere Lok, die ebenfalls in der Richtung sehr aufwendig bedruckt wurde. Das war die sogenannte Weihnachtslok, die ist ja ebenfalls bei euch mit als Modell erschienen. Also liebe Freunde, wer also was Besonderes für seine Anlage sucht, mit diesen Loks ist er ganz gut aufgehoben. Und ich weiß aus fast zuverlässiger Quelle, dass wir dieses Jahr wahrscheinlich noch viel, viel mehr von diesen Maschinen zu erwarten haben. Und die NoHubs, sage ich Ihnen nichts Neues, liebe Freunde, sind ja mittlerweile auf deutschen Gleisen unterwegs. Sie sind bei vielen, vielen Privatbahnen eingestellt, sodass die also auch durchaus, selbst wenn DSB draufsteht oder CLR zum Beispiel oder was weiß ich, die fahren dann meistens in dem Original-Designs rum. Also diese Loks sind längst auf deutschen Schienen heimisch geworden. Und ja, diese Nordlichter-Lok kann ich Ihnen wirklich ans Herz legen. Das ist der Hammer, das ist der Hingucker auf Ihre Anlage. Und nicht nur da, sondern auch auf der Schiene im Original. Fahren Sie mal nach Oebisfelde, fragen dort nach. Also ich bin von dieser Lok absolut begeistert. Und auch dank sei Michael Frick, also der Eigentümer von Altmark Rail, ist so positiv. Er ist auch ein sehr großer Noab-Fan, Enthusiast.
vielleicht genauso viel wie ich. Also ihr habt die Lokomotive gekauft und aufgearbeitet und benutzt die täglich. Also der größte in 1:1. Genau. Manchmal sieht man sie vor Bauzügen. Ich habe schon Bilder gesehen, dass sie vor Bauzügen eingesetzt ist. In NRW ist er unterwegs, in Niedersachsen. Also ein bisschen die Augen aufhalten oder vielleicht sich mit der Einsatzleitung der Altmark Rail mal gut anfreunden und nachfragen, wo die Lok gerade rumlumpert auf den Schienen. Da kann man sie ja vielleicht auch noch erwischen. Also Glückwunsch an NMJ für so ein Modell, muss ich wirklich sagen. Ich bin restlos begeistert. Also danke, danke. Freut mich. Jetzt haben wir also ziemlich ausführlich über diese Lok gesprochen. Wir sind froh, dass Sie da sind. Trotzdem sei die Frage erlaubt, es kommen doch dieses Jahr noch welche. Ja, wir haben gerade jetzt, also ab heute, haben wir vier neue angekündigt und freigelassen. Und das ist vier ungarische und eine dänische. Haben wir dann heute als Neuheit und wird ab heute verkauft, zugänglich. Okay. So, dann freuen wir uns mal auf das Geheimnis, was Finn jetzt ganz streng hütet, was er noch dieses Jahr so im Kopf hat mit NMJs, NoHubs wollte ich sagen. Wir können, glaube ich, noch einiges erwarten in diesem Jahr. Ich bin mir da ziemlich sicher. Schauen wir mal. Okay. Schauen wir mal. So, liebe Freunde, über diese wunderschöne NMJ-Lok, die NoHub, die sogenannte Nordlichter-Lok, haben wir alle gewartet. Jetzt ist sie da. Jetzt können Sie also ohne Probleme diese Lok beim Händler Ihres Vertrauens und bei Xtrain24 natürlich bestellen. Ganz klarer Fall und sie ist auch sofort lieferbar. Sie kommt mit Sound und ohne Soundausführung. Ist das richtig? Ja, natürlich. Muss mit Sound, diese Maschine muss mit Sound sein. Ja, klar. Und wir haben den richtigen Sound gemacht für diese Lokomotive, selbst gebastelt. Und für unsere AC-Fahrer können wir also auch sagen, dass diese Lok auch problemlos mit einem entsprechenden Umrüstkit auf AC umgerüstet werden kann. Also, liebe Märklinisten, Sie müssen jetzt nicht traurig gucken, auch auf Ihrer Anlage kann so eine wunderschöne Lok unterwegs sein. Die Nordlichtlok hat sehr einfache Umbau. Also nur ein Klick und Schleife, passt direkt rein und dann den Schalter auf die Printplatine, PCB umschalten, dann läuft es auf die neue Seeschiene. Hat man ältere Ausgaben, muss man auf Rede wechseln. Aber das ist einfach, geht fest. Es gibt dazu auch auf unseren Seiten von Xtrain24 auch eine entsprechende Anleitung. Es ist also relativ einfach, diese Maschine auf AC umzurüsten. Also keine Sorge, Sie müssen keinen speziellen Mechaniker beauftragen, diesen Schleifer unten anzubringen. Er ist also mit wenigen Handgriffen selbst montierbar. Also das ist, kann ich Ihnen wirklich so sagen. Ja, das zu den NoHubs. Wir kommen allerdings nochmal in den Bereich NoHub, aber wir überlassen jetzt erstmal, weil das war mir wichtig, dass wir diese Spitzenneuheit ganz vorn hingestellt haben und wir wissen, dass also viele, viele Freunde darauf schon sehnsüchtig gewartet haben. Jetzt ist sie da. So, dann gehen wir mal weiter im Neuheitenprogramm von NMJ. Ich glaube, diesen Triebwagen, den ich Ihnen jetzt vorstelle, gab es, glaube ich, voriges Jahr oder vor 2 Jahren. Nee, Quatsch, das war noch vor Corona, also im Jahre 2020, hatte Finn diesen wunderbaren Schienenbus in H0 vorgestellt. Und jetzt, liebe Spur 0-Freunde, jetzt dürfen Sie sich drauf freuen. Jetzt kommt dieses Modell in Spur 0. Jawohl, da ist er. Ich habe hier mal eine Grafik dazu da. Eingeblendet erstmal, genau, das gibt es die andere Farbvariante in Braun. So, diese Schienenbusse sehen sehr eigenwillig aus, waren aber sehr praktisch. Ja, weil da ist er. Und wozu sind denn die eigentlich verwendet worden? Die haben ja hinten auch so ein Gitter hinten drauf. Das ist ein Gepäcktrage. Eieiei, ein Gepäckträger. Musste man aber gut festbinden. Ja, und Brotkisten von einer Bäcker. Da war ich ja auch dabei. Ja.
Wunderschönes So, und da. Modell in Spur 0. Ja. Und mit Dachgepäck drin. Er sieht ja eigentlich aus wie so ein kleiner Omnibus. Es ist ein Omnibus, nur mit Schienen. Es ist ein Busmotor da drin. Der Sechszylinder ist kaum, ja, Benzinmotor war da drin. Und hat viele Nebenlinien oder den bevölkerten Gebiet hat das viele Strecken gerettet, weil man brauchte keine richtige Lokführer, man musste so ein Rangierlokführer sein und Lokführer war auch Schaffner und deswegen war das eine sehr preisgünstige Leistung und da hat dann viele Linien gerettet sozusagen. Dieser Bus ist, glaube ich, in der Epoche 3 angesiedelt, sage ich mal so. Der ist wohl in den 60er Jahren, glaube ich, unterwegs gewesen. Gibt es denn eigentlich noch ein Exemplar von diesem Modell, was im Original fährt? Ja, das gibt eine in Schweden und es gibt eine in Norwegen. Es gibt zwei, mindestens zwei und dann auch ein Privatbahn hat eine Schmalspur-Variante. Kann man in Schweden sehen. Und kannst du uns auch vielleicht zufälligerweise sagen, auf welchen Strecken die unterwegs sind, diese Museumstriebwagen? Beide Eisenbahnmuseum in Gävle natürlich gibt eine, das kommt ab und zu raus und dann auf einer Museumsbahn in Südostschweden. Ich weiß, ich kenne die Strecke gar nicht, ich war nie in dieser Gegend. Und dann hat der norwegische Eisenbahnclub eine, so eine Privatbahn war schon, da fährt bei dieser Museumsbahn, Krödebahn, westlich von Oslo. Und die technische Ausstattung dieses Triebwagens in DC und auch in DCC, oder? DCC-Sound mit alles drum und dran. Wird Zwei also Motoren. schon fertig so ausgeliefert mit Sound? Ja. Ja. Ja, liebe Freunde, das ist also ein Spur-0-Modell gewesen, eine Neuheit bei NMJ. Wie gesagt, in H0 gibt es den auch. Gibt es den noch in H0? Nein, die sind alle ausverkauft. Alle Okay, weg. alle weg. Also, liebe Spur-0-Freunde, Sie haben es gerade gehört. H0 ist schon alles weg, also ihr müsst euch ranhalten. Ein wunderschön detailliertes Modell in zwei Farbvarianten, einmal in diesem Gelb und einmal in Braun. Ist das ein interessantes Modell auf der Anlage und ja, tolle Sache. Er braucht wenig Platz. Man kann also überall benutzen, auch aus den kleinsten Anlagen. Ja. Und das ist ein kleines, süßes Ding. Also absolut. Ich habe selber damit gefahren als Knabe. Mein Onkel hat bei so einer Nebenstrecke gewohnt und da war das in Einsatz. Und da war ich natürlich dabei. Das war mir fast klar, weil wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, liebe Modellbahnfreunde. Finn ist ein Wiederholungstäter, was das betrifft. Er ist als Kind schon mit der Eisenbahn infiziert worden. Wir haben uns ja schon oft mal drüber unterhalten. Und Sie merken es auch immer wieder an der Auswahl der Modelle. Da kommt noch einiges auf uns drauf zu. Da können Sie eigentlich Gift drauf nehmen, so möchte ich es mal sagen. Was jetzt auf Sie drauf zukommt, liebe Freunde, ist eine Museumselektrolokomotive. Und da ist mir auch ein bisschen der Mund offen geblieben, muss ich sagen, als ich die Maschine gesehen habe, diese EL5. Da ist sie, Finn hebt sie schon hoch. Es ist eine Stangenlokomotive. Ein wunderschönes Modell, sehr toll detailliert. Ja. Es ist ein Altbau elektrisch, 22, 1922 in Betrieb genommen, 26 leider, 22 bestellt und ging auf die Strecke von Oslo nach Lillestrøm, eine der wenigen elektrifizierten Strecken damals. Und später ging es überall auf unser Netz da. Hat sogar Expresszüge gezogen, obwohl es nur 70 Kilometer schnell waren, wenn dann nicht andere Lokomotiven dabei waren. Ja, Und ich das. erinnere es von meiner Jugend, die haben diese Rangierbetrieb gemacht, zwischen zwei Rangierbahnen, zwei Lokomotiven in Reihe. Wir blenden ja gerade jetzt mal die Grafiken drüber, die Bilder, die du uns dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hast von dieser Lokomotive. Auch die ist Ja. natürlich lieferbar und wir schauen wirklich mal auf diese
ganz tolle Detaillierung bei dieser Lok, sei es die Antriebe, sei es die Stangen, die Achsen. Das ist so filigran, so toll gemacht, dass man eigentlich schon den Hut ziehen muss, wie die Firma NMJ das wieder aufs H0-Gleis gestellt hat. Schauen Sie sich das mal an, liebe Freunde. Das ist wirklich eine Lokomotive, die es verdient, muss ich sagen, an der Stelle wirklich mal hervorzuheben. Eine Museumslok. Auch die kann man sicherlich in einem Museum bewundern finden. Ja, es steht in einem Lokschuppen bei Kongsberg, also 100 Kilometer westlich von Oslo. Es ist nicht betriebsfähig, aber es gibt immer noch und es gibt Pläne darüber, es wiederherzustellen, um Missionsfahrten. Okay. Eine sehr interessante Steigerungslokomotive, ähnlich wie die deutsche ES-71, aber ohne die Kasten vorne. Ja. Bevor diese Lok wieder betriebsfähig ist, liebe Freunde, dürfen Sie sich natürlich das H0-Modell auf die Anlage stellen und dann ist die Lok natürlich sofort betriebsfähig. Ein wunderschönes Modell. Gibt es dazu auch passende Wagen bei dir im Sortiment? Die Güterwagen vor allem gibt es allemal. Wir haben auch einige Personenwagen, die gingen bis 73. Man kann auch die modernere B3-Wagen und alle möglichen Wagen dazu benutzen, dass es überhaupt kein Problem ist. Sehen Sie, also Sie haben es gehört, liebe Freunde, selbst passende Wagen gibt es dazu. Also wer eine außergewöhnliche schwedische E-Lokomotive Entschuldigung. Jetzt war ich in Schweden gelandet. Ich hatte die Schwedenfahne im Kopf. Okay, also. Ja, also wer diese tolle norwegische Lokomotive sein eigen nennen möchte, es gibt also auch passende Wagen dazu. Es ist ein Hingucker für einen historischen Zug sondersgleichen. Auch, wie gesagt, ich bin begeistert von der Detaillierung dieser Lokomotive. Also ebenfalls ein sehr wunderschönes Modell. So, dann gehe ich mal davon aus, dass die Ausstattung dieser Lok in AC und DC kommt. Nee, leider nicht, weil es ist ein Superline, der kommt nur in eine Ausführung, DCC Sound. DCC Sound, also für die AC-Fahrer ist hier keine Möglichkeit vorhanden, dieses Modell zu erwerben und umzubauen. Superline ist maßstäblich in jedem Sinn von das Wort und die schaffen nicht die scharfen Kurven von scharfe Radio 2, 3, also muss Minimum 60 cm Radio haben, um gut zu funktionieren. Okay. Also, dieses Modell ist auch ab sofort verfügbar? Die sind in 9 Versionen verfügbar ab heute. Okay. So, nun bleiben wir mal im E-Lok-Bereich. Du hast noch ein wunderschönes, auch eine ältere Maschine aus der Epoche 4, ist die, glaube ich, die EL13, ja? Genau. EL13. Die EL13 hatten wir ja schon mal bei uns vorgestellt, liebe Freunde. Da gibt es schon einen Film darüber. Was ist jetzt an der EL13 hier anders? Vor allem Design. Also ist ab 83 würde das NSB-Design geändert und dann wird diese Warnungsfarben eingeführt, diese gelbe Schneeräume, Pufferbohle, Leitern zum Dach, Handgriff und so. Und dann würden die Lokomotive rot, schwarz und das Deck würde schwarz, rot. Das war genial, diese Designer-Tuschen damals. So, wir haben jetzt gerade noch mal die Bilder draufgelegt, die Grafiken, damit der Modellbahner sich das mal in etwas Ruhe anschauen kann. Was immer auffällt, sind diese markanten Schneeräumer. Und dann noch in so einer extravaganten Farbe. Ja, das ist diese Warnungsfarbe. Das war sehr populär. Das wurde natürlich sehr schnell schmutzig. Das ist allemal klar. Und wir sehen es auch schon an den Bildern, die Detaillierung auch bei dieser Lok gibt es überhaupt keine Frage und was dran zu mäkeln. Die Lokomotiven, die von NMJ in der Richtung kommen, nicht nur die E-Loks, es gibt ja auch andere Lokomotiven, Diesellokomotiven, Dampflokomotiven gibt es auch, sind wie immer hervorragend, super detailliert. Tolle Ausführung, muss ich wirklich sagen, gibt es nichts dran zu meckern. Und wenn wir den Dachgarten, das Bild ist gerade weg, sehen, auch wenn man die elektrischen Zuleitungen oben auf dem Dach sieht, das sieht so fantastisch aus.
Und da ist also, da merkt man schon, dass da auch in so einem Modell, was hier auf die Schiene gesetzt wird, sehr viel Liebe zum Detail drin steckt. Ich will es selber haben. Da muss es gut sein. Sonst will ich es nicht haben. Also ja. Da haben wir diese Lokomotive von Anfang an gemacht und dann jede Entwicklungsstufe. Wir haben 6 Formen für unterschiedliche Gehäuse gemacht. Ja. Wahnsinn eigentlich, aber ich will es so haben. Ich will die alle, ich will alle Varianten haben und wir sind froh, dass auch Kunden es so meinen. Die möchten mehrere Varianten haben. Na klar, also das ist ja auch ganz wichtig, weil du ja auch, sagen wir mal, ja einen wichtigen Markt abdeckst in Norwegen. Du bist ja auch der größte Modellbahnhersteller in Norwegen eigentlich. Und sag mal, apropos Norwegen, wie viel Modelleisenbahner gibt es denn eigentlich in Norwegen? Keine Ahnung. Aber das ist die größte technische Hobby allemal. Ja. Also das hat mehr Enthusiasten als die Modelleisenbahn-Hobby. Ja. Also ich denke auch, das ist eine große Anzahl. Ich werde mich mal dafür einfach mal interessieren. Irgendwann werde ich das auch mal vor der Kamera mal preisgeben. Es interessiert mich jetzt wirklich, weil man denkt immer, die Modellbahn ist nur in Deutschland zu Hause oder in Belgien oder in Holland oder schieß mich tot. Das ist nicht so, denn auch, denke ich mal, in Norwegen, deswegen macht es der Finn ja auch, eine begeisterte Anzahl von Modellbahnern gibt. Aber das kriege ich noch raus, das ist versprochen, das mache ich auf jeden Fall. Das würde ich gerne mal wissen. Ja, ja, nun kommen wir wieder zum... Das ist anzuschauen. Und es war hier kein Modellmarkt, es war ein Spielzeugmarkt. Ja. Aber ich wollte kein Spielzeug haben, ich wollte Modelle haben. Okay. Und dann habe ich verschiedene Fabriken gefragt und die waren nicht so willig, was für dieses kleine Land Norwegen zu machen. Klein nicht, aber von Bevölkerung her. Und dann wusste ich, ich muss selber machen. Ja. Punkt. Auf alle Fälle, ja, Punkt. Auf alle Fälle ist es eine, muss ich sagen, tolle Bereicherung im Bereich der Modellbahn, was NMJ hier auf die Schiene stellt und man sieht es ja allenthalb, man unterhält sich ja auch mit Modellbahnern mal draußen und die sagen alle, tolle Sache, was NMJ da macht. Also muss man eigentlich dem Finn danken, dass er so hartnäckig war und gesagt hat, die Wikinger sind da und jetzt mischen wir den Markt auf und jetzt machen wir mit. Ja, klar, weil es war schon, dass, ja, was soll ich sagen, es war 2 Teile, das war der Spielzeugmarkt und das war kein Markt, aber dank sei Export. Wir haben eine große Familie, viele Freunde im Ausland, 35% geht im Ausland. Ja. Ohne diesen Export wäre alles nicht möglich. Das ist richtig, das ist wahr. So, wir haben viele deutsche Kunden zu danken dafür, wie wir so viele Modelle machen können, von der Schweiz, Österreich, ganz Europa, in Amerika, sogar in China, Japan haben wir viele Kunden. Also ich finde schon, sagen wir so, dass du ein nicht mehr wegzudenkender Teil auf dem Modellbahnmarkt bist. Und wir wissen auch, dass es viele deutsche Fans gibt, von NMJ gibt und das ist eine gute Überleitung wieder zu der nächsten Lokomotive, apropos deutsche Fans. Die meisten lieben dich ja immer wieder wegen deinen No-Hubs und schon haben wir die Kurve wieder gekriegt. Wir sind schwupps wieder bei den No-Hubs und da gibt es ja auch was sehr Interessantes zu berichten noch. Liebe Freunde, das muss ich Ihnen auch wirklich noch erzählen in Kurzform. Das ist so eine unglaubliche Geschichte. Viele werden sich immer fragen oder gefragt haben, Ungarn und No-Hubs, wie passt denn das zusammen? Wie geht denn das überhaupt? Wieso hatten die Ungarn No-Hubs und im anderen Teil Deutschlands, sprich in der ehemaligen DDR oder in Polen oder in Tschechien, sind die gar nicht aufgetaucht? Was ist da los? Wieso hatten die Ungarn No-Hub-Lokomotiven? Nun, die Geschichte ist eigentlich ganz schnell erklärt. Es war eine Technikausstellung in Ungarn und Ungarn hatte vor,
20 Streckenlokomotiven zu bestellen. Die waren ausgeschrieben und da haben sich die Schweden gedacht, ach, die Nohab, die schicken wir da nach Budapest, das ist eine ganz tolle Lokomotive. Ja, die Deutschen waren aber auch hell und haben gesagt, ja, die V300 ist aber auch eine tolle Lokomotive, die schicken wir jetzt auch nach Ungarn und wir bewerben uns mit bei dieser ganzen Geschichte. Lange Rede, kurzer Unsinn, die Ungarn hatten sich für die Nohabs entschieden. Warum? Weil sie robust waren, weil sie im einfachen Aufbau waren und weil sie eben einen geringeren Wartungsaufwand versprachen als die deutschen Loks. Gut, die Deutschen mussten also mit ihrer V300 abziehen und von nun an lieferte Nohab-Lokomotiven nach Ungarn. So, und die wurden natürlich per Achse überführt, das heißt also von Schweden über die Fähre durch die DDR. Das gibt es ja auch eine kleine Anekdote wieder. Als die Loks durch die DDR fuhren, waren Spruchbänder angebracht und wieder eine Nohab für Ungarn. Und das muss dann irgendwann mal bei den DDR-Reichsbahnern gefruchtet haben. Jedenfalls irgendwann Mitte 1960, war die Reichsbahn plötzlich bereit, doch auch eine Nohab-Lokomotive zu testen. So, und dann hat es also Testfahrten stattgefunden zwischen Dresden und Karl-Marx-Stadt damals. Ob sie erfolgreich waren, wissen wir nicht. Ich denke schon, die Nohab-Lokomotiven werden schon die Bedingungen erfüllt haben, nur nicht die Bedingungen des RGW, des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe, so hieß das im Ostblock. Die Russen hatten was dagegen, weil die wollten ja ihre Lokomotiven loswerden. Also ist dieses Geschäft mit den Nohabs in der DDR nicht zustande gekommen. Ja, und die DDR hat treu und brav die V200, die bekannte Tiger-Trommel, eingekauft. Das war, glaube ich, eine verpasste Gelegenheit. Das wäre mal toll gewesen, wenn in der DDR die Nohabs gelaufen sind. So sind sie halt nur in Ungarn zu Hause gewesen. Und das ist der glückliche Umstand, weil es gibt ja eine ganze Reihe von ungarischen Nohabs, die Finn ebenfalls mitgebracht hat. Klar, wir haben insgesamt bis jetzt 29 ungarische Varianten gemacht. Ja, zum Beispiel die. Zum Beispiel die, in Altdesign, 015. Ja. Die waren alle unterschiedlich. Ja, die ungarischen Lokomotiven hatten feste Mannschaften. Und die dürften was machen. Ja. Also Dächern und Schütze und die niedrige Teil von Lokkasten könnten die farblich machen, wie sie wollten. Ja. Vor allen Dingen die auf seine Lokomotive und dann da haben die wahnsinnig viele Varianten gemacht. Und wir haben 29 gemacht. Ja, zum Beispiel, genau. Ich weiß, wir hatten das, glaube ich, mal ausgerechnet. Du bist jetzt insgesamt bei den Nohabs insgesamt, wunderschönes Modell, mit weit über 100 Varianten mittlerweile im Spiel. Und diese... Okay, danke für die Zahl. Die war mir jetzt nicht ganz geläufig. Jetzt weißt du. Jetzt weiß ich's. Wir blenden gerne nochmal die Nohabs per Grafik ein. Das ist zum Beispiel eine Epoche 4-Lok, die klassische DSB-Variante. Finde ich eigentlich sehr schön von der Lackierung, sind sehr markant. Die ist mit diesmal aber mit roter Pufferbohle, ne? Das war die eine von der einen, war zwei Lokomotiven mit roter Pufferbohle. Und die sehen ganz was anders aus. Ich musste so eine machen. Ja, stimmt. Klar. Gehört dazu, der Vollständigkeit halber. Ja. Da haben wir diese ungarische Variante, eine von denen, von vielen. Und die haben die helle Schütze, ja, und die graue mit Pufferbohle und eine niedrige Schütze und dann ein hellgraueres Dach. Genau. Wie ist das eigentlich zu diesen unterschiedlichen Lackierungen gekommen? Hatte denn damals die MAV, also sprich die ungarische Eisenbahn, da kein festes Farbschema? Oder wie hängt das zusammen? Doch, auf die Lokkasten und Logo und die Nummerierung musste da sein. Die waren heilig, die könnte man nicht ändern. Aber die Handgriffe auf die Dachecken und die Schütze, wie gesagt, der niedrige Teil von Gehäuse und Dach,
könnten die Leute machen, was sie wollten. Das haben sie auch gemacht. Auf Drehgestell und Chassis war unterschiedlich. Hellgrau, dunkelgrau, schwarz, alle möglich. Oder halt in diesem Orange, da ist er natürlich sehr markant vom Gesicht her, vom Farbkleid her. Wie viele betriebsfähige Lokomotiven gibt es denn eigentlich noch in Ungarn? Hast du da einen Überblick? 10 von 20 ist immer noch da. Okay. Das sehr beliebt in Ungarn, ein Symbol für Freiheit, der war eine heilige Kuh, sozusagen, seit dieser Uhr. Ja. Es ist ja mal interessant, das Nohab-Fieber scheint jetzt ausgebrochen zu sein. Wir wissen auch, dass mittlerweile Hersteller im Spur-N-Bereich unterwegs sind und auch die Spur-Ner jetzt sozusagen mit Nohab-Lokomotiven bedenken. Die Frage ist, wo kommt denn plötzlich dieses Fieber dieser Lokomotiven her? Was macht den Reiz dieser Lokomotiven eigentlich aus? Zwei Dinge, vor allem Sound. Das ist ein einmaliger Sound. Das hast du einmal nur gehört, dann vergisst man nie. Und dann auch die Form dazu und die Kraft, und die Zuverlässigkeit, die ging immer. Der Lokführer in Norwegen haben gesagt, hast du ein großes Schraubenzieher in deiner Tasche und ein Stahlrad, dann kommst du so nach Hause. Punkt. Ja. Nun muss man ja dazu sagen, dass bei diesen Lokomotiven, da muss ich dem Finn jetzt an der Stelle recht geben, wir haben ja auch schon in den letzten Wochen einen Film bei uns auf dem Kanal stehen, wo ich auch schon mal die Frage gestellt habe, was macht eigentlich dieses Feeling dieser Lok aus? Und dann habe ich dankenswerterweise, auch die Leute möchte ich jetzt hier mal erwähnen, die GM-Gruppe Deutschland, die Nohab GM-Gruppe Deutschland, muss ich immer wieder sagen, ist ein hervorragender Verein, ein hervorragendes Team, mit dem ich immer auch sehr gerne zusammenarbeite. Es gibt da viele Namen, die ich jetzt nennen könnte, mache ich aber nicht, weil sonst vergesse ich einen und das will ich nicht. Also allen muss ich sagen, an der Stelle mal Dankeschön. Und da wurde mir ein Film mal zugeschickt, der eigentlich dieses Feeling ausmacht. Können Sie sich bei uns auf unseren Seiten angucken, bei der letzten Nohab-Vorstellung, die ich gemacht habe. Und ich glaube, das war's. Dieser EMD 675 Motor, der ja eigentlich ein Schiffsdiesel ist, aber wenn der aufgedreht wird, der ist ja ein bisschen modifiziert, da stellen sich nicht nur die Nackenhaare auf, sage ich immer, wenn man das Ding hört. Unglaublich. Was sagst du dazu, Finn? Es ist ein Ursound, das geht in den Körper rein. Also es ist was, die moderne Diesel, die haben sich, die sind glatt und die sind leiser und das hat, aber das ist ein Sound, das ist 50er Jahren, 40er Jahren pur, der gleiche Sound und die laufen 6, 8 Millionen Kilometer und noch mehr. Ja. Und nach 1 Million Kilometer wechseln die Stempelringe, dann laufen noch 1 Million Kilometer, also ganz keine billigere und bessere Lokomotive haben, sagen die Betriebe heute noch, 70 Jahre danach. Ja, da hatte ich noch eine Frage zu den Modellen, Finn. Gibt es die jetzt nur in AC oder gibt es, in DC oder gibt es die auch mit DCC? DCC, alle gibt es mit DCC, das ist wahlfrei. Wir haben eine 21 Pinsel Schnittstelle da, aber schwierig heute. Schnittstelle und dann passt jeder Dekoder rein und kann man einfach einsetzen und Lautsprecher von guter Qualität ist da sehr einfach umzubauen, selber umzubauen oder man bestellt es direkt fertig mit Sound Dekoder. Okay, also Sie haben es. Egal. Ja, Sie haben es gehört, liebe Modellmann-Freunde. Auch hier gilt, wie bei der Nordlichter-Lok, ich sage es gern nochmal, die Loks gibt es also in DC- und DCC-Ausführung. Und natürlich auch hier bei den ungarischen Nohabs ist eine Umbaumöglichkeit auf AC vorhanden mit dem entsprechenden Umrüst-Kit, den man ebenfalls dann bei uns bestellen kann oder gleich mit dazu bestellen kann, kann man sich das also sehr leicht selber dann auch auf AC umrüsten. Sie müssen also nicht auf diese wunderbaren Lokomotiven verzichten. Ja, das stimmt. Aber in Ungarn ist
Affe nicht so, kommt nicht so häufig vor. Die haben keine Tradition dafür. Also. So, Finn, lass uns weitermachen. Jetzt kommen wir mal, ja, was hinten dran hängt an den Loks, zu diesen Themen. Und da stellst du in H0, da ist mir ebenfalls in der Mund ein bisschen offen geblieben, einen Rungenwagen vor mit Speichenrädern. Da war ich wieder hin und weg und geplättet, wie ich diesen Wagen gesehen habe. Eine unglaubliche Detaillierung. Man wagt es sich ja kaum, ihn anzufassen. Ein unglaubliches Modell von der Detaillierung. Und auch unten drunter stimmt alles. Oben die kleinen Ketten sind tatsächlich kleine Kettchen, ne? Ja. Und ich meine, man kann es anschauen. Ja, man sieht es auch. Und die Kupplung, was mich da ein bisschen interessiert hat, du hast da richtige Kupplungshaken dranhängen. Ja, natürlich. Aber wir haben auch Austausch, also so Nebenschachten kann man austauschen. Aber mit Skala-Kupplungen und große Radien und dann ein schöner Lokomotiv dazu, ein L5 da vorne mit einer herrlichen Schubweste. Ja, also wer möchte, kann das auch richtig toll so kuppeln, wie es im Original stattfindet. Genau. Guckt euch das an, liebe Freunde. Ein Wagen, der ist wie, also ich sage jetzt mal so, wie bei den Loks. Es gibt daran also wirklich nichts auszusetzen. Das sind wirklich wunderschön gestaltete Wagen. Im Zugverband kann ich mir das schon sehr gut vorstellen. Ja, und zudem. Ja, das ist ein einfach Ding, aber trotzdem sehr schön, weil es sehr detailliert ist, genauso wie ich es machen möchte. Und nur für die Ladung muss der Modellbahner jetzt noch selber sorgen. Das Modell kommt in H0, ist in DC. Ja. Jo, für die AC-Fahrer ganz klar, müssen wir die Achsen wechseln und dann klappt die Sache auch. Dann klappt es auch, aber die haben Probleme mit die Rade 1 und 2 wieder mal, weil es ist ein Superline-Halt. Ja. Und mit Skala-Kupplungen muss man eine größere Radien haben, sonst geht's auf der Schiene. So, zu diesem Güterwagen gibt es natürlich noch einen zweiten, einen, ich sage jetzt mal, Niederbordwagen oder mit kleineren oder niederen Rungen. Jawohl, schauen wir uns auch das nochmal an. Auch der Wagen ist super detailliert. Und in der Ausstattung genauso wie eben den mit den hohen Rungen, den wir gezeigt haben. Wunderschönes Modell. Ja, meine ich auch. Ja, sonst würdest du es ja wahrscheinlich nicht machen, vermute ich mal. Ich bin verpflichtet dazu, aber ich meine es so auch von Herzen. Ja, auch hier nochmal die Grafik dazu. Und ich glaube, da hatte sogar Federpuffern. War das so? Ja, Federpuffern auf diese war beides. Rungenwagen ist Federpuffern. Auf Superline ist sie mit Federpuffern, manchmal auf gefederten. Aber nicht auf dieses Wagen, weil es so viele ist. Genau. Also, wie gesagt, im Güterwagenbereich diese beiden Modelle, liebe Freunde, wollte ich Ihnen auch mal ans Herz legen, sind wirklich super detailliert. Und wer die Epoche 3 unterwegs ist, der kann mit diesem Wagen wunderschön mit einstellen. Das wäre überhaupt kein Problem. Also ich muss sagen, da passt es schon. Wie gesagt, nur für die Ladung müssen Sie selber sorgen. Für den Hochrungwagen kann man sich ja Bäume schnitzen oder was weiß ich, Baumstämme oder Holz oder was weiß ich, selber dazu machen. Aber wie gesagt. Oder ein bisschen Holz kaufen. Wisst ihr, jetzt macht der Finn gleich noch die Sache mit dem Ladegut fertig. Alles klar, wir sehen es. Also selbst müssen Sie jetzt nicht in den Wald rennen und rumschnitzen. Also auch die Ladung gibt es bei einem J. Super. So, jetzt kommen wir noch natürlich in unserer Neuheitenrunde. Wir bleiben im Wagenbereich und auch da kann ich Ihnen nochmal empfehlen aus unserer Reihe, die haben vor Weihnachten einmal die sogenannten B7 Wagen vorgestellt und jetzt auch neu gekommen sind die B7 der NSB in Originallackierung.
Das sind also wunderschöne Topline-Plus-Modelle. Ne? Ja, mit Innenbeleuchtung. Flickefreie Innenbeleuchtung. Da würde ich gleich drüber sprechen wollen. Diese B7-Wagen sind allenthalben bekannt. Also wer schon in Norwegen unterwegs war, der weiß, der kennt diese Wagen. Und vor allen Dingen sind diese Wagen hauptsächlich auch auf der Linie Oslo-Bergen gefahren, auf der sogenannten Bergensbahn, aber nicht nur da. Aber da sind sie im Grunde genommen immer im Verband gelaufen. Und dazu weiß ich aus der Beschreibung heraus, dass die Wagen auch eine entsprechende Inneneinrichtung haben, erste Klasse, zweite Absolut. Klasse getrennt. Ja. Ja. Die Sitze sind ebenfalls, die Sitzgarnituren entsprechend farblich abgestimmt, so wie sie in dem Wagen vorhanden sind. Einzel eingebaut. Genau. Einzel eingebaut. So, und das Einzige, wofür der Modellbahner noch sorgen muss, sind die Fahrgäste. Die kann er nachträglich dann reinsetzen. Und ja, Finn hat es ja auch schon angesprochen, dass diese Wagen mit Innenbeleuchtung geliefert werden. Das heißt also, Sie können sich das also hier schon ein bisschen ersparen. Und auch hier hat, liebe Freunde, NMJ wirklich nachgedacht, dass diese Wagen nicht nur eine Innenbeleuchtung haben, die haben auch gleich noch einen Pufferkondensator an Bord, dass also bei etwas schwierigen Schienenabschnitten dieses lästige Flackern, wenn man um die Kurven fährt oder wenn es über Weichen geht, also wo da mal ein ganz kurzer Moment der Strom unterbrochen ist, das gehört dann der Geschichte an, diese ganzen negativen Dinge, denn die Wagen laufen dann wirklich. Und jetzt sehen wir zum Beispiel einen Wagen, der hat auch eine Geschichte. Das ist der kombinierte Packwagen mit kleinem Bistro-Abteil. Ja, so ein Loch im Wand. Also da war eine große Aufstand bei den Passagieren. Man war mit Restaurantwagen gewöhnt. Und dann kam dieses Ding da, wo man eine lange Korridor gehabt haben und dann nur bei einem Loch in die Wand da, in den Trennwand da, etwas bestellen konnte. Und natürlich, die Kunden waren aufgeregt und böse und die haben geschimpft ohne Ende. Und dann am Ende haben die da so eine kleine Ecke gemacht mit 10 Sitze. Und dann war das auch nicht zufriedenstellend für die Passagiere. Dann haben die endlich mal einen Restaurantwagen wieder mal gebaut, wo man sich hinsetzen konnte und ein Bier genießen, eine Flasche Wein zum Essen. Naja, also ich kann mir das schon komisch vorstellen, in so einem Wagen mit einem Ausgabeloch. Also das finde ich dann auch schon ein bisschen ärgerlich. Hast du denn diese alte Variante schon nochmal kennengelernt? Ja. Wenn neue Dinge kommen, dann sind wir dabei. Muss sofort getestet werden und probiert werden. Und dann machen wir unsere eigenen Meinungen darüber. Ist es gut oder schlecht oder was könnte besser sein und so. Man ist doch ein Eisenbahnenthusiast auch. Nicht nur Modelleisenbahn. Die Dinge hören zusammen. Untrennbar. Zu diesen Wagen gibt es ja auch ein Pendant, das heißt also auch B7-Wagen, die sind ja im Dezember, also Ende Dezember schon gekommen, von dem privaten Reiseunternehmen Fü. Fü heißen die, habe ich das richtig gesprochen? Fü? Wird in Norwegen als Weg gesprochen. Ach, Dü. Wie? Also wir stellen nicht nur Wagen vor, wir können auch was lernen. Dü. Diese Wagen übrigens sind dann modernisiert worden. Die haben also auch teilweise andere Einrichtungen bekommen. Und da gibt es also die erste Klasse, zweite Wagen. Also wie gesagt, wunderschön vom Detail. Die sind aber auf der Bergensbahn gelaufen oder laufen auf der Bergensbahn. Ja. Sind auch Topline-Plus-Modelle. Ja, die ist auch Topline Plus-Serie ist mit Innenbeleuchtung. Ja, genau. Dabei und die laufen dann heute dann ausschließlich auf die Bergenbahn. Ja. Früher war es nach Stavanger, nach Trondheim gingen diese Wagen, in diese Express-Züge. Sehr bequeme Wagen. Dazu ist natürlich auch zu sagen, dass diese Wagen, liebe Freunde, jetzt langsam bei der norwegischen Staatsbahn und bei Dü ausgemustert. Wie?
Okay. Auf Deutsch wird das viel gesprochen. Viel. In Deutschland bedeutet Fisch, weg damit. Ich würde sagen, ich komme mal nach Oslo, wir machen mal einen Sprachkurs. Dann haben wir Spaß. Dann kriegen wir Spaß dabei. Ja. Diese Wagen werden jetzt langsam ausgemustert. Das ist so, bis 2026 sollen dann diese B7-Wagen von den Gleisen, zumindest was von der norwegischen Staatsbahn läuft, verschwinden. Es werden also neue Wagen kommen und da sind sehr namhafte Unternehmen bereits schon in Bewerbungsgesprächen bei der Bahn, die da also neues Wagenmaterial, modernes Wagenmaterial auf die Gleise setzen wollen. Kommen schon, weil die Aluminium, diese Wagen sind in Aluminium gebaut. Aluminium wird langsam müde und wird schwierig, immer wieder schwieriger zu reparieren. Es muss gewechselt werden. Also die gehen gegen Ende sein Leben. Ja. So muss gewechselt werden, muss neu gekauft werden. Die kommen in Stahl da. Ja, okay. Dann werden sie schwerer. Ja, nicht so viel, weil was du von Eigengewicht von Stahl kontra Aluminium, musst du mit Dicke von das Material kompensieren. So, die sind genauso so schwer wie Stahlwagen. Das war das Ding. Ja, Finn, sind wir dann soweit durch? Haben wir jetzt alles erzählt oder haben wir noch was vergessen? Nein, ich glaube, wir sind durch. Ich hatte ein Ding gedacht am Ende. Alle diese Modelle sind jetzt auf unserer Webseite, also www.nj.eu oder NU für Norwegen. Ja. Die sind dann ab jetzt lieferbar. Gut. So, herzlich willkommen. Alles klar. Alles klar. Ja, dieser Hinweis ist erstmal richtig gewesen vom Finn. Man kann es also sich überall informieren. Natürlich auch bei uns, bei Xtreme24 sind also die Neuheiten ebenfalls alle aufgeführt. Ganz klarer Fall. Wer sich also dafür interessiert, kann da also viele, viele Dinge noch nachlesen. Wir haben auch auf den Webseiten noch viele Informationen für Sie parat, auch Verlinkungen zu Filmen und zu Vorstellungen, sodass Sie also wirklich umfassend sich über die norwegische Staatsbahn informieren können und auch Geschichte und Hintergründe zu vielen, vielen Dingen erfahren werden. Und da finden Sie auch übrigens unsere Reportage, die wir gemacht haben, ich muss noch mal zur Nordlichter-Lok zurückkommen. Unsere Reportage, die wir gemacht haben mit Hagen von Ottloff. Ich möchte also explizit noch mal explizit darauf hinweisen, dass es da also einen längeren Film gibt, wo wir mit der Nordlichter-Lok im Original gefahren sind. Und dann müssen Sie ganz besonders gut aufpassen, das muss ich Ihnen noch mal sagen, liebe Freunde, da gibt es einen Eisenbahner, einen Lokführer, der seine Lok abschließt und dann mit der Aktentasche über die Gleise verschwindet. Das müssen Sie sich mal ansehen, die Szene. Und da können Sie uns da mal in den Kommentaren schreiben, wer dieser Lokführer war. Frank, wieder mal hast du das sehr gut gemacht und du machst noch viele Untersuchungen da hinten und Geschichte dabei. Ich bin sehr froh wegen deiner Arbeit. Du bist eine richtige Eisenbahner und Modelleisenbahner. Das ist wichtig für diese Branche. Ich wollte es nur Danke sagen an dich. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Lob. Muss aber dazu sagen, ich mache es gern. Ich kann nicht ohne Eisenbahn. Und da ich ja auch bekennender Schweden- und Norwegen-Fan bin, weiß ich auch, dass ich da so ein bisschen mein Herz verloren habe, auch bei der Eisenbahn. Das ist hochinteressant und für die, die sich noch dann nicht damit befasst haben, tun sie es einfach mal. Es ist unglaublich, was man da alles erleben kann. Also wie gesagt, die Eisenbahn liegt mir am Herzen und sonst würde ich es nicht machen. Da sitzen wir im gleichen Boot. Alles klar. Okay, lieber Finn, vielen Dank für deine Vorstellung, dass wir ein kleines Novum in der Neuheitenvorstellung gemacht haben, eine Fernübertragung der Technik sei Dank. Sie hat durchgehalten, sie hat wirklich durchgehalten. Ohne Probleme. Wünsche dir für dieses Jahr alles Gute und wir hoffen natürlich
inständigst, vor allen Dingen im No-Hub-Bereich, dass du uns vielleicht mit dem einen oder anderen Modell noch überrascht dieses Jahr. Kann ich versprechen. Gut, wir nehmen dich beim Wort. Alles klar. Okay. In dem Sinne, viele Grüße nach Oslo. Vielen Dank, dass du uns hier so geduldig mit mir gemeinsam das abgearbeitet hast. Das war's, liebe Freunde, für heute mit der Neuheitenvorstellung von NMJ. Bedanke mich fürs Zuschauen, wo immer Sie auch zugeschaut haben, und verbleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Frank Buttig. Tschüss.